Ja, hallo, hier ist Christian Heimschemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg und im schönen Murnau. Das war ein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Und ja, heute geht es mal um das schöne Thema. Genau, ich habe eine On-Off-Beziehung und da ist noch bei meiner Freundin hängt der Ex immer noch im Hintergrund rum. Sehr schönes Thema. Ja, vorab noch, kommt zur Liebeship-Party. Ich will euch da sehen. Noch ein paar Karten, gibt auch noch so ein Zweierpaket, Kartenpaket. Und ja, findet ihr auch alles, wie auch meine Kurse, ne, mit Umprogrammierungs-Liebeship, Änderung deines Beuteschemas und so weiter, findest du auf selbstliebe-liebeship.de. Ja, wenn du auch solche Fragen hast, kannst du ein Kontaktformular auf liebeship.de schicken. Wir haben eine Nachricht von Kurcilovan. Ups, da machen wir mal aus. Es geht um das Thema, ja, gut, erklärt sich eigentlich von selbst, eine kurze Mail. Hallo, seit einem Jahr kämpfe ich für eine Frau. Ich habe mein Herz ganz verloren an sie. Wo ist der erste Fehler? Seit einem Jahr, du kämpfst nicht um eine Frau. Also du sagst, du interessierst dich für eine Frau, du sagst, ich möchte dich daten. Und wenn sie dann sozusagen, wenn du ein Jahr um sie kämpfen musst, das ist nicht die Richtige. Also das erzeugt auch keine Anziehung. Wenn, also für eine Frau oder andersrum ist es wahrscheinlich genauso, ist also ein Mann, der ewig kämpft, das ist. Ja, es ist gut für ihr Ego, aber wenn sie auch, wenn sie dich lieben würde, auf dich, also genug lieben würde, dann wäre sie mit dir zusammen. Ne? Also da sagst du einmal, hey, melde dich wieder, wenn du Lust hast, dass wir daten und dann wird gedatet. Fertig. Also der einzige Job des Mannes ist es, Dates zu machen. Ein Date nach dem anderen. Ob das nun in einer Beziehung ist oder nicht in einer Beziehung. Und auch wenn man zusammen wohnt. Und Job des Mannes ist nicht ein Jahr zu kämpfen oder irgendwie sowas. Das ist auch irgendwo, wie gesagt, nicht attraktiv, weil als Mann sollte, es ist hart zu hören, aber als Mann sollte deine Mission Nummer eins sein und nicht eine Frau, um die du ewig kämpfst, irgendwie so. Und das ist auch für die meisten Frauen attraktivsten, wenn sie nicht so das Ein und Alles des Mannes sind. Das finden Frauen meistens selber nicht so gut. Ja. So, wir haben eine On-Off-Beziehung. Der Grund der Trennung ist meist der Ex-Partner. Okay, was sind die nächsten Fehler hier? On-Off-Beziehung heißt leider, ich weiß, es ist irgendwie sexy und hot, so eine On-Off-Beziehung, aber es heißt leider nicht kompatibel. Sonst wäre es ja nicht on-off, ne? Das heißt also meistens leider, dass einer von beiden oder beide irgendwo bindungsängstlich sind und dann zieht man sich an und dann ist es irgendwie hot und prima und dann merkt man, also so genug Liebe ist jetzt irgendwie doch nicht da oder die Bindungsangst kickt rein oder eben, und das ist eigentlich meistens der Ex-Partner, dann wieder zurückgedödelt zum Ex-Partner, dann merkt man, ach, es geht da doch nicht, weil da ist ja auch on-off dann irgendwie und also das ist wirklich, ich finde das immer ganz gruselig und zieh dich da raus. Also. Vor einer Woche ist wieder die Beziehung beendet worden mit der Aussage, dass sie uns beide liebt und nicht weiß, wohin mit ihr. Wenn sie einen von euch wirklich lieben würde und nicht nur irgendwie mögen würde oder ein Attachment hätte, ich weiß nicht, ob sie euch das antun würde, ehrlich gesagt. Aber gut, selbst nehmen wir mal an, sie liebt euch hier irgendwie, musst du es ja nicht mitmachen, du. Also man sieht ja, was passiert. Also. Und was das jetzt mit Liebe zu tun hat, weiß ich nicht, aber kann ich aus der Ferne, kann ich das natürlich schlecht sagen. Das ist furchtbar. Also wirst bestimmt eine Frau finden, die dich so liebt, dass sie nicht noch ständig einen Ex daten muss. Also ich, das ist wieder keine Dreiecke, keine Dreiecke, keine Dreiecke. Ist immer der gleiche. Also ihr seht ja die Muster, wenn ihr viele meiner Videos guckt. Ja. Sie fährt nur alleine in den Urlaub, der für uns geplant war. Warum machst du das mit? Das braucht kein Mensch. Das ist doch nur, das ist doch super schmerzvoll für dich irgendwie, ne? Lass sie los, würde ich jetzt sagen, wirklich.
Und vor allem, was macht ihr dann im Urlaub? Also, ich fährt nicht mit dir, sie fährt nicht mit dem Ex. Ich würde mir dann denken, ihr seid nicht zusammen. Toll, was passiert jetzt? Ne? Ach. Sie möchte herausfinden, was sie möchte. Das ist Bullshit. Also, glaubt nicht an solche Formulierungen. Also, wenn ihr, also, das geht seit einem Jahr jetzt. Also, wenn Nachdenken dann auch irgendwas nützen würde, dann hätte es schon längst genutzt. Unsere privaten Sachen haben wir nicht getauscht. Ja, weil sie dich auch nicht verlieren möchte, aber. Also klar, wenn jetzt die Sachen noch da sind, dann kann man ja immer wieder sagen, auch meine Sachen sind noch da, kann ich mal vorbeikommen, dann gibt es wieder einen Trost-Sex-Encounter irgendwie, oder wenn man gerade alleine ist, aber ich glaube nicht, dass es das ist, was du willst. Das wird immer jetzt, also das wird so bleiben, weil sie liebt dich einfach nicht genug, ne? Oder kann es nicht, oder bin, ich weiß es nicht, also kann ich nur spekulieren, aber guck auf die Handlung, ne? Meine Frage ist, wie verhalte ich mich richtig? Ja, nichts mehr machen. Gar nichts. Und wenn du weiter mit ihr Kontakt haben möchtest, wovon ich dir eigentlich abraten muss, weil das macht halt so süchtig, dieses On-Off so. Ich meine, sie darf das ja machen, was sie macht. Ne? Also sie macht nichts falsch. Sie verhält sich halt wie so gut, wie sie es kann. Und, aber es ist nicht das, was du willst. Ne? Also sie darf das ja. Sie darf Schluss machen. Sie darf sonst was machen. Das ist ja nicht verboten. Nur das Einzige, was ich nicht glauben würde, ist mit diesem Nachdenken. Also. Oder vielleicht denkt sie auch nach, aber was soll dabei rauskommen irgendwie? Es geht ja auch um Gefühle und nicht um Denken so, ne? Ja, also ich würde gar nichts machen, wenn sie sich meldet, dann sagst du, okay, willst du ein Date? Wenn nicht, dann würde ich wieder auflegen und sagen, ja, melde dich wieder, wenn du ein Date willst. Wenn sie ein Date will, habt ihr ein Date und dann würde ich da keine Hoffnung reinsetzen, habt ihr ein Date und fertig. Aber ich kann es dir nicht empfehlen, weil ich glaube, dass es für dich emotional nicht gut ist, so, ne? Also ich würde es eigentlich liegen lassen. Eigentlich würde ich dir raten, weiterzuziehen. Von ihr alleine kommt nichts. Soll ich den Kontakt suchen oder ignorieren? Ich würde es ignorieren, ja. Wenn mehr Hintergrundwissen nötig wird, beantworte ich gern. Ist, glaube ich, nicht nötig, weil das Verhalten, also ich kann jetzt auch nicht sagen, warum sie es genau macht. Das sind jetzt nur Spekulationen, aber das Verhalten ist nicht so gut, ne? Ja, in diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.